bisschen laut reden, weil wir nur das Mikrofon in der Blocking-Kamera haben. Das ist die liebe Alina, meine Schwiegertochter, und ich bin jetzt hier bei ihm zu Hause in dem wunderschönen neuen Haus. Und hallo! Wir waren heute bei Action und haben Nützliches und Unnützes gekauft. Sehr viele Süßigkeiten, die zeigen wir euch dann auch. Und so ein paar Duftgeschichten und ja, für den Haushalt, ne? Also Alina und ich, wir machen das jede jetzt Menge mal. Tolle Dinge. Wir wollten Kerzen kaufen, so Zitronella, ne? Die hast du hier irgendwo liegen. So Kerzen gegen diese Moskitos, ne? Wenn man auf der Terrasse sitzt, und da haben wir diese Zitronella-Kerzen. Wunderschön, die riechen super. Riechen super, halten die Moskitos ab. So. Wenn wir bei Düften sind, haben wir noch hier so... Das heißt Bee Tropical, das sind so Home Fragrance Bags. Also ja. Das sind solche Bändchen dran. Säckchen, die man in den Kleiderschrank oder ins Auto hängen kann. Und dann riecht es wunderbar blumig. Guck mal. Ja. Ich kenne das früher von Laura Ashley, die hatten das. Sehr süß. Und es riecht ganz gut, erfrischend. Mädels in meiner Preisklasse, wollte ich gerade sagen, meine Altersgruppe, die werden das noch kennen. Und die waren richtig teuer. Und das ist, also es riecht sehr angenehm, ne? Wir haben drei verschiedene Düfte. Wildflowers. Ja. Wildflowers, Lotus und noch irgendwas, ne? Genau. Wildflowers, Floral. Die florale Oase. Und Lotus. In groß noch. Ja, die fand ich auch richtig Vanille. Toll. Das sind für einen Schrank so richtig große. Das sind so wie Briefpapier. Ne? Ja, Briefumschläge, schön genau. Aus. Home Fragrance. Also wir sind ein bisschen kaputt und fertig. Wir sehen noch ein bisschen sediert aus, weil wir sind aus dem Auto ausgestiegen. Es sind über 30 Grad. Wir haben jetzt das Zeug hier stehen, haben die Kamera angemacht und dachten, wir zeigen das, damit ihr euch freut. So, ja, mach mal auf. Wir packen uns jetzt mal aus, weil wir wissen gar nicht, wie es von innen ohne Verpackung aussieht. Nee, aber ich finde das witzig mit dem... Sehr süß, ja. Mit dem Aufhängen, ja. Und das ist Vanille, ja. Steht jedenfalls drauf. Ich möchte nicht aus der Verpackung. Amsterdam. So. Süß, da kann man dieses Schleifchen kann man nochmal neu machen. Das erinnert mich wirklich wahnsinnig an Laura Ashley. Man sollte es nicht aufmachen, oder? Nee, man soll es nicht aufmachen. Man hängt das so hin. Das ist ja praktisch der Bügel hier. Ne? So. Also Düfte für den Schrank. Genau. Dann haben wir, ich schmeiße das alles mal in den Korb hier. Dann haben wir hier Cleansing Pores, also diese reinigenden Porenstrips für Nase und Kinn und Stirn. Das ist immer mit dieser AHA-Fruchtsäure getränkt sind. Diese Dinge sind 6 Stück von drin. Preise habe ich nicht im Kopf. Wir haben für das alles, was wir euch jetzt vorführen, 60 Euro bezahlt. Genau, das wissen wir noch. Dann, die mag ich sehr gerne, diese Organic Cotton Pads. Das sind diese großen. Ne, da kriegst du das ganze Gesicht mit schön, gerade erfrischt mit dem Rosenwasser. Weil ich bin, Leute, ich bin es nicht mit diesem Pflegehandschuh. Mit diesem Mikrofasertuch da übers Gesicht, wo man angeblich nichts weiter braucht. Aber dann hast du auch die Umwelt belastet durch die Wäsche, wenn du es mit der Maschine wäscht. Also da streiten sich die Geister. Ich mag das lieber, also einfach jeden Tag so ein Pad zu benutzen. Ich weiß nicht, wie du drauf bist. Nimmst du Wasser? Wasser und... Die hast du die Haare zusammen, die war da eben noch offen. Ach, wie süß. Sie hat die Haare schön. So, genau. Dann haben wir noch eine Duftkerze. Hier steht eigentlich... dunkle Zeder drauf als Geruch, aber ich finde, es riecht nach Zuckerwatte. Nach Zuckerwatte. Lass mal riechen. Jetzt riecht es irgendwie nicht mehr nach Zuckerwatte. Und jetzt riecht es nach dunkler Zeder. Im Laden hat es nach Zuckerwatte gerochen. Ja, auf jeden Fall sehr lecker. Lecker, lecker, schmecker. Dann haben wir sollten eigentlich so kleine Schälchen kaufen, ne? Für Dips. So. Im letzten Action Hall gibt es nämlich so richtig süße kleine Schälchen, die wir da gekauft haben. Und die gibt es nicht mehr. Ich war weder zu spät. Grün noch in Grau. Ja. Und da war ein ganz netter Verkäufer, der hat gesagt, wir haben gerade Ware bekommen. Und da standen dann zig Kisten auf diesen Paletten. Und da hat er einige Kisten aufgemacht und hat geguckt, ob da was drin wäre. Und wollte uns die suchen, war aber nichts. Haben wir nichts gekriegt. Ne? Müssen wir nochmal zu einem anderen fahren. Dann haben wir ein paar, ja nicht spektakulär, das sind so Untersetzer. Weil hier ist so ein neuer Holztisch jetzt auf dem Dings hier im Garten. Und das Problem ist, wenn du kalte Getränke hinstellst, dann hast du gleich die Wasser rein. Ne? Ja. Das ist jetzt hier, was haben die gekostet? 1 Euro. Das sind Holzstücke. Was ist denn das für Holz? Irgendein Holz, also mit solchen, dass das nicht rutschen kann, mit so Nippeln da unten. Steht nicht da. Nippel jetzt nicht. Die haben wir übrigens vergessen. Was haben wir vergessen? Wir haben die Nippel vergessen. Nein, nicht schon. Wir haben die...
Dinger vergessen, die, wie heißen da denn diese Fußdinger, diese Stopper, diese Filzdinger, wisst ihr das? Filzstopper, damit man es vernünftig auf dem Boden verschieben kann, ohne dass es im Parkettkratzer gibt. Vielleicht das habe ich gar nicht mitbekommen, hast du eingepackt? Ja, Pflaster kann man nie genug haben. Genau, schmeiß rein. Für tollpatschige Menschen. So, dann hast du hier... Ganz süß, eigentlich für meine Cousinen haben wir hier Haargummis gekauft, die dürfen sich dann jeder ein Päckchen aussuchen und den Rest behalten wir. Ne? Niederland, nehmen wir den China. Sehr schön, ganz süß, süße Haargummis. Mal sehen, die haben irgendwie 1 Euro die Packung gekostet, also wenn man einen verliert, ist es auch nicht dramatisch. Genau. Hier, passend zur Wandfarbe. Passend zur Wandfarbe? Ja, wir haben jetzt gerade alles hier in grün. Küchenhandtücher. Mit ganz süß, mit so Olivenholz drauf. Alles ist süß, ich weiß. Ja, das sind ja Oliven, das habe ich gar nicht gesehen. Ich dachte, wieso habe ich die denn nicht genommen? Ja, die war schneller. Schön. Die war schneller. Die sind echt schön. Oder das ist Leinen, ne? Oder was ist das? Ich weiß es nicht. Kitchen Collection? Nee, Baumwolle. Made in Egypt, also Ägypten. Aha. Schön. Dann vorher waschen. So, dann haben wir einen großen Spiegel für unser Badezimmer. Ah, jetzt seht ihr, was wir noch alles eingekauft haben. Ganz schlimm, Eistee. Ja, das kommt gleich noch. Zucker. Ja, einen coolen Spiegel für unsere Gästebadezimmer. You look lovely today. Auch der ist aber schön. Das lassen wir am besten draufstehen. You look lovely. Genau, der hat 6 Euro gekostet. Das ist hübsch, den kann man so oder so nehmen. Der ist ganz leicht, ne? Ja. Sieht ganz nett aus. Ich mache das zum ersten Mal, also wundert euch nicht, wenn sie ich hier macht das toll, ne? ständig verdeckt bin. So. Sie macht das toll. Dann haben wir, habe ich ihr gesagt, das ist nicht schlecht hier, diese Lavendel-Patchouli für die Toilette, wenn man auf der Toilette war. Duftspray. Duftspray. Und das sind ja diese Organic hier, ne, die Geschichten, Wood Clean, Naturally, also das ist, und davon... Unser allseits beliebter, übrigens haben die, das ist noch das alte Design, in Potsdam war ich auch im Action drin, nee Quatsch, die Claudia, wer war denn da drin? Irgendwie, es ist ein neues Design jetzt und das ist noch das alte, was haben wir hier, aber die Duftrichtung ist die gleiche und fettlöslich, was haben wir da, Limette und Pfeffer oder so, ne? Ja, Lime. Schwarzer Pfeffer. Genau. Also das ist so wahnsinnig ergiebig, das verbraucht man nicht in 4 Wochen, wollte ich nur mal sagen, das hat man also wochenlang, also Wochen nur ein. Spritzer, ne? Ihr kennt das ja mittlerweile auch. So, dann haben wir geholt, das will ich ausprobieren, das ist eine elektrische Face-Massage. Und zwar haben wir hier diesen, ich habe euch ja schon mal diesen Jade-Roller vorgestellt, das ist jetzt 100% Rosenquarz. Was hat der gekostet? 3 Euro, ich konnte es gar nicht glauben. Also das ist eben das Geschäft mit der Masse, das da gemacht wird. Jetzt haben wir keine Batterie. Hast du eine Batterie? Hier, ja, zufällig. Die jetzt holen? Mhm. Ich glaube, ich muss die erst aus dem Salzstreuer ausbauen. Okay, wir haben keine Batterie jetzt. Wir haben keine Batterie. Ist nicht so schlimm. Ich zeige euch das dann irgendwann mal in einem anderen. Nur so viel Verpackung hier, okay. Das ist dieser elektrische Massageroller mit Rosenquarz und da kann man eben die schön die Creme oder die Ampulle einarbeiten oder ne, hier einfach 5 bis 10 Minuten am Tag hier die Mimikfältchen so ein bisschen bearbeiten, dass die Lymphe besser abfließt. Und das Schöne ist, wie gesagt, man kann es manuell machen oder hier hinten schraubt man es auf und da kommt da eine Batterie rein und dann geht's elektrisch. So, und dann was haben wir da noch? Linus, die fand ich sehr interessant. Die gefallen mir richtig gut. Das sehe ich also, nicht. Mach mal auf. Wollen wir die aufmachen? Aufmachen, ja, dann können wir mal testen, ob man die... Ja genau, mach die mal auf, weil die sehen so hübsch aus. Ob das einmal Wegdinger sind oder ob man da die... guck mal, die sind richtig süßes Design, ja. Ist das. Das gibt es nämlich normalerweise. Und die haben nur 4 Euro gekostet. Mädchen. Und ich glaube, meine Süße, guck mal. Oder nicht? Kann man doch nicht. Oder ist einmal? Ist doch einmal, ne? Ist doch einmal benutzbar. Aber ich meine, das hält ja eine Weile. Aber ich fand die... Nee, bitte mach nicht kaputt. Ist da reingeschraubt, siehst du das? Reingeschraubt. Also ist nicht zum Auswechseln. Also 4 Euro, 3 Stück. Ist trotzdem, ist immer noch, hast du von denen mehr als diese, das ist ja nicht nur hier so ein Wegwerfding, ne? Einweg, die gibt es ja auch. Die kann man ja schon öfter benutzen. Minus Treasure, also ich finde den cool. Also ich finde, die haben die sehr gut gefallen. Ja, sehr süß. Genau. So, dann haben wir hier verschiedene Schlimmer. Wir haben noch eine Seife. Zitrus, würde mir auch empfehlen, wärmstens für
die Hände. Küche für die Hände. Einfach zum Händewaschen. Sehr schön. 8 Euro oder so, ne? So, dann haben wir hier diese ganz schlimmen Sachen. Wir haben hier Arizona Eistee. Ganz furchtbar. Green Tea. Diese Dosen, die kriegt man ja auch oft beim Asiaten und ich meine, es ist voll die Chemiekeule, ich weiß, sowas schmeckt mega geil. Manchmal muss es gesund sein, manchmal muss es auch mal, was haben wir denn alles, zeig mal. Wir haben hier also Green Tea und Granatapfel, wir haben mit Pfirsichgeschmack. Wassermelone, Mango. Und den liebe ich besonders, Green Tea mit Honey, den mag ich besonders gern. Sehr schön. Nochmal Zitrone. Also ich finde, allein diese Dosen sind schon irgendwie preisverdächtig, ne? Also Oscar-verdächtig. Ich finde das Design dieser Dosen finde ich so fantastisch. Ich weiß noch, als es auf dem Markt kam, waren die irrsinnig teuer in den Asiaten oder so. Da hat so eine Dose 5 Euro gekostet und da haben die so eine riesen Dose jetzt 79 Cent. So, und jetzt haben wir ganz schlimme Sachen hier noch. Jetzt wird es furchtbar. Ganz schrecklich. Sie hat gesagt, die hat sie als Kind so geliebt. Ja, ich kenne die nicht, da ich ein lecker. Ostkind bin. Ich kenne das nicht. Kennt ihr das? Die sind so mit so Mehl. Mit Mehl? Nein, das sind so Zuckerbonbons. Mehlbonbons. Ja, und dann ist so ein weißer Zuckerstaub ist da drauf. Und ich tue das auch, okay? Ja. Hier ist kein Zuckerstaub. Ah, du hast das schon ausgepackt. Riecht aber lecker, riech mal. Das ist Multifrucht. Doch, siehst du? Also, ich meine den weißen Zuckerstaub. Ja. Das sind also Cream Delight, das sind irgendwelche Fruchten im Auto. Hast du das schon aufgemacht? Ja, ich habe es aufgemacht. Da war so bei mir war so eine Folie drin. Da war nicht sowas drauf, da war nur so eine Folie drin. Dann haben wir hier ganz furchtbar. Sagst du mal was dazu? Gibt's nichts zu sagen. Nee, das ist einfach nur Zucker. Ganz schön, das haben wir im Auto jetzt schon gegessen, weil wir sind jetzt zurückgefahren und Dalina hat versucht, ich will mal ohne Navi versuchen, nach Hause zu finden, hat es dann gemacht, dann haben wir es verfahren eine halbe Stunde und dann stimmt haben wir die überhaupt nicht. Ne? Viertelstunde. Nein. Und das ist jetzt hier, was war das? Schaumstoff irgendwie? Nee, Schaumgummi. Schaumgummi. Süß und süß. Schaumzucker. Schaumzucker. Süß und sauer war das. Diese Soft Hearts, ne? Ja. Schmecken mega. Dann nochmal Schaumzucker in einer anderen Geschmacksrichtung. Oder? Ja. Glutenfrei. 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 Okay. Aber. Dann haben wir, du hast gesagt, die Happy Peaches, die schmecken toll. Die sind auch sehr lecker. Die haben wir immer beim Kiosk gekauft. Als Kinder, wenn wir nach Hause gefahren sind, gab es immer so einen Kiosk und dann gibt es überall diese großen Haribo-Dosen. Ah, eine hat irgendwie 5 Cent gekostet. Okay. So, da war ich ganz verrückt drauf. Ja. Das war Eclairs Toffee, also Toffee trifft Schokolade, Eclair Toffee irgendwie. Komm, das probieren wir jetzt mal. Das will ich jetzt wissen. Also so soll das aussehen. Schaut mal. Kann man das sehen? Ich denke mal schon. Das will ich jetzt. Karamell mit Schokoladenfüllung. Mal sehen. Probier du mal, ich möchte nicht. Ich probier's nachher. Ah, oh, Karamell. Das ist so Blombenzieher, ach du Scheiße. Das ist fest. Das muss man lutschen. Oh ja, das nehme ich aber mit. Oh, das ist sehr lecker. Aber wenn du das kaust, dann ziehst du dir die Blomben raus. Okay, dann nimm mal gut. Hier haben wir noch Chips mit Paprika und Cheese. Let's mark. Dann haben wir hier Karamell mit. Genau. Ja, die klassische. Wer hat das Original? Chili Cracker. Super. Pekannüsse. Pekannüsse. Irgend ein bisschen Gesundes haben wir auch eingekauft. Und so das Einzige. Alles andere. Ja. Also es ist Nützliches und Süßes. Und manchmal, ihr Lieben, nicht nur etwas Warmes, etwas Süßes braucht der Mensch, gerade wenn man so irgendwie, ich weiß auch nicht. Das habe ich ihr empfohlen, weil ich das auch habe. Das ist dieses Sieb für Nudeln, für Obst. Das Schöne ist, dass das sehr platzsparend ist, ne? Weil man das zusammen, so ein Faltsieb. Und ich habe das jetzt schon seit einem halben Jahr. Ich finde es mega. Passt dann überall hin, ne? So. Und dann haben wir hier nochmal Chocolate Cranberry Mix. Wolltest du haben? Der ist ziemlich lecker, den hatten wir letztes Mal auch. Genau, den und muss das, ich noch mal kaufen. Das ist ja sowieso, muss man immer haben. Ne? Kinder Bueno ist Standard. Standard. aus dem Kühlschrank mit einem Espresso. Perfekt. Perfekt. Das Schlusswort ist folgendes. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Wir waren noch bei IKEA gewesen. Wir überlegen, ob wir diesen jetzt auch noch abdrehen, den IKEA Hall. Schauen wir mal. Lasst euch überraschen, wie ich Rudi Carrell sage. Lasst euch überraschen. Kennt ihr das noch? Meine Mädels kennen das. Du kennst es nicht, ne?
Obwohl, so lange ist es doch noch nicht. Ich habe kein Bild da vor Augen, aber. Rudi Carrell, hast du nie gehört? Der Holländer, der ist auch schon tot. Ich meine, wir sind alle tot. Die Guten sind alle tot. Carrell kenne ich schon noch. Eine Siehste. Genau. Also es hat sehr viel Spaß gemacht, in Bayern hier in Action zu waren. Also im es hat sehr viel Spaß gemacht. In Bayern, wir sind jetzt hier in. Wo sind wir denn jetzt eigentlich? Wir dürfen nicht genau sagen, wo wir sind. Also wir sind Nordbayern. Was? Wir sind noch in Oberbayern, in der Nähe von München. In der Nähe von München. Zwischen München und Starnberg sind wir, genau. Da irgendwo dazwischen ist das. Und es hat sehr viel Spaß gemacht, in Action zu gehen. Das war eine relativ kleine Action, ne? Also in Frankfurt, der war bedeutend größer, als wir den letzten Action heute gemacht haben. So ist das halt. Es gibt eben jüngere Geschäfte, ältere Geschäfte. Und jetzt sag du noch mal was. Ich finde es irgendwie süß, mit ihr hier zu sitzen. Das ist echt die Premiere. Ja, wirklich. Also, dass ich mich dazu überreden haben lassen. Nee, sie wollte selber. Nein, ich bin gestern hier angekommen und es ist alles sehr schön. Ja, ihr wisst das ja. Und ich freue mich, dass sie da ist. Und wir haben jetzt auf jeden Fall noch ein paar richtig coole Tage zusammen. Und mal sehen, was wir noch erleben. Wir nehmen euch vielleicht auch ein bisschen mit. Ja, mal gucken. Wir gehen gleich mal auf den Berg. Und im Wald. Ach komm, wir wollten doch die Hundenummer zeigen. Die Hunde. Ich sollte doch auf die Hunde aufpassen. Das muss ich eigentlich noch dazu sagen, weil die denken ja alle, du bist gar nicht da. Das stimmt. Weil. Wir fliegen doch nicht weg. Ne? Reisewarnung. Ihr habt das ja mitbekommen, wir haben ja Corona ändert alles. Und ich bin jetzt trotzdem gefahren. Das heißt, ich wollte erst nicht, oder ich wusste nicht, ob ich später fahre. Dann hat sie gesagt, nö, oh, komm, das ist doch jetzt schön, dann machen wir hier was Tolles. Ja, wollten wir sowieso ein bisschen Bayern zusammen erkunden. Genau, und ich freue mich auch, dass ich nicht alleine hier bin, dass wir zusammen die Zeit verbringen. Soll ich mal die Hunde holen, oder willst du sie mal holen? Kannst du machen. Ich hole mal die Hunde. Wir werden jetzt hier alles überfahren. Ach du Scheiße. So. Dann sind wir dann. Furi. Komm mal hier. Sieht man die? So. Okay. Da soll ich mal hinsetzen zu dir. Also ihr Lieben, es hat Spaß gemacht mit euch und ich wünsche euch wie immer das Beste, seid besonders gut zu euch und vielleicht drehe ich mit Alina wieder mal ein Kochvideo oder irgendwas. Wir hätten, wenn wir alle in Frankfurt geblieben wären, hätten wir im Herbst Kochvideos gemacht. Aber nun ist ja alles anders, dann müssen wir mal sehen, ob das hier vielleicht irgendwie mal klappt. Also, ich wünsche euch ein wundervolles Wochenende und für die Ladies, die neu auf meinem Kanal sind, ihr könnt kostenlos diesen gerne abonnieren und die Glocke aktivieren, damit ihr keins der Videos verpasst. Ciao, ciao und bis bald, wenn ihr mögt. Tschüss.